Die beiden Düsseldorfer Tauchsportvereine Seeteufel und Tümmler veranstalten ihr jährliches Jugendwochenende am Elbsee. Und wie die gestern Vormittag mit mir schnorcheln waren. Manuel gibt einen Ausblick auf das Programm. Erste Hilfe, genau. Heute Nachmittag kommen dann die Erste-Hilfe-Kids wieder schnorcheln. Wir knüpfen da an, wo wir gestern aufgehört haben. Und für die Großen haben wir uns überlegt, könnten wir so eine Art Orientierungstauchen-Wettkampf machen. Eigentlich hat sich das sogar wie Urlaub angefühlt. Das ist auch die Zielsetzung für heute. Ja, auch heute schön locker, außer Komfortzone. Da gehen wir den Tag an. Sag mal, wie das jetzt mit dem Schnorcheln? Was können die jetzt schon irgendwas machen? Wann sollen die sich wofür vorbereiten? Ich habe mir die Jungs schon mal geschnappt, dass wir die Bojen vorbereiten können. Ich denke, wir brauchen 10 Minuten. Mit Umziehen seid ihr ja sicher schnell. Lass uns in 20 Minuten am Parkplatz vorne treffen. Dass wir zusammen zum Stecken. Dann erfolgt die Einteilung der Buddy-Teams. Ja. Wolf und Max schließen sich dem Nico an, ne? Wie war das? Habt ihr das? So war es geplant. Und Hendrik und Hannes gehen zusammen. Wir gehen als erstes. Okay, ich wünsche euch allen und mir auch einen schönen Tag. Genau. Ja. Viel Spaß, Leute. Eine Sache. Dann da kommt gleich das Blei dran. Also den brauche ich für den anderen. Ich mache erstmal die fertig, die ist einfacher. Manuel, der ein begeisterter Apnoe-Taucher ist, bereitet die Bojen vor. Dabei erklärt er auch, warum man überhaupt Bojen benötigt. Du hast zwei Gründe dafür, das Ding mitzuhaben. Das eine ist, habe ich gar nicht mit. Es ist gut zu sehen, wohin man taucht. Das hilft auch vom Kopf her wieder, sagen, oh, ist doch, das sehe ich ja schon, da sind nur noch 3 Meter, das schaffe ich auch noch. Und es gibt, wenn du sehr tief tauchst, also ab ungefähr 25 Meter, nimmt man zusätzlich, zu dass man die optische Hilfe durch das Seil hat, hat man noch so ein Drahtseil, was man auch mit seinem Handgelenk oder Fußgelenk und dem Karabiner hier verbindet. Ne? Damit man zum Beispiel auch im Extremfall, wenn du bist zum Beispiel 30 Meter tief getaucht und wir merken, dass du viel zu lange dafür brauchst, dass wir dich sogar mit dem Seil und dem Rundlicht hochziehen können, weil du dann über das Kabel bist du immer mit dem Seil verbunden. Jetzt durch den Achterknoten durchrädern. Dann wäre die Boje nämlich schon fast fertig. Dann können wir die wieder aufrollen und dann nehmen wir die gleich mit runter. Hier. Eine kurze Unterbrechung. Die Jugendlichen bekommen das Angebot, eine Tauchausrüstung zu sehen, mit der heutzutage nicht mehr allzu oft getaucht wird. Eine Weste, liebevoll auch Klodeckel genannt. Auch genannt. Warum Klodeckel? Na gut, wenn man den sieht, ne, wenn ich ihn jetzt mal ein bisschen aufblase, dann sieht er, der hat die Form eines Klodeckels. Du siehst natürlich, man hat keine Möglichkeit, irgendwo eine Flasche zu befestigen. Das heißt, die Flasche muss immer mit einer Tragschale dann entsprechend getragen werden. Ganz früher so eine Flasche auch noch drunter. Ja, und es, ne, hier gibt es also noch den Anschluss. Da konnte man früher, wenn man keinen Inflator-Anschluss hatte von hinten, hatte man hier unten drunter eine kleine Flasche, die konnte man von der Tauchflasche vor dem Tauchgang befüllen und hatte dann die war 0,5 Liter, weil hatte man also etwas Luft immer zur Verfügung, um damit auch zu tarieren. War manchmal ein bisschen schwierig, ne? Also man hatte immer aus der Weste auch mal geatmet. Ja, und aus der Weste teilweise geatmet. Macht man auch nicht mehr, weil irgendwann hat sich der Pilz. Während die Jugendlichen noch lauschen, erläutert Manuel den Ablauf der Apnoe-Übungen. Ich nehme die erstmal mit zur 5-Meter-Plattform, damit wir uns da ein bisschen eingrooven können. Ich hatte von der Jutta, die hat so ein spitzes Spielzeug. Das ist der Hammer, das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Sie hat alte Flaschen genommen und die Schnüre dran. Du kannst sie jetzt nicht nur direkt am Grund festmachen und dann, dass sie reinpusten, sodass die Flaschen dann komplett auftreiben, sondern wir haben herausgefunden, dass es auch Sinn macht, dass man die Flaschen aneinander befestigt. Dadurch, wenn du jetzt reinpustest, baust du dir irgendwann halt einen kompletten Flaschenbaum unter Wasser auf. Einerseits macht das Spaß und zum anderen hast du den Vorteil, du bist schon mal wieder 2-3 Meter der Wasseroberfläche näher, sodass auch die am Anfang vielleicht noch so ein bisschen
vorsichtig sind, dass sie halt Stück für Stück immer versuchen, ein bisschen tiefer. Und dann irgendwann auch bis auf die Plattform runter. Dieses. Mal schauen. Sehr gut, das wäre die zweite Boje. Sollen wir uns anziehen und ins Wasser hüpfen? Ja, ausrüsten. Oder sollen wir die Sachen erstmal zum Steg schleppen? Das ist eine sehr gute Idee. Das kannst du machen, weil du tauchst ja gar nicht. Gesagt, getan. Die Boje wird zur Einstiegsstelle gebracht. An der Einstiegsstelle dann letzte Vorbereitungen. Nachdem alle Bojen bereit sind, kann es bald losgehen mit dem Eintauchen in die Welt unter Wasser. Thank you.
An Land geht es für die Gerätetaucher weiter mit einem Briefing zur Orientierungsübung. Einstieg aus. Also ihr seid in der Lage, die Richtung, die Peilung für beide Bojen aufzunehmen. Zusätzlich verraten wir euch noch die Peilung von der einen zur anderen Boje. Das waren 280. Ja. Hat einer von euch jetzt noch eine Frage dazu? Da kommen schlaue Fragen. Ja, ne? Okay, dann kriegst du noch deinen Kompass? Oder kommt das nur von dir aus? Zwei verschiedene Farben, dass ich einfach zwei Klammern von derselben Boje mitnehme. Komm, ich zeige dir die muss ich mitnehmen einfach. Genau, die steckst du dir ein. Um einen Kompass sinnvoll nutzen zu können, muss man wissen, wie man ihn bedient. Manuel erklärt die Handhabung. Genau, du nimmst erstmal die Peilung auf. Also jetzt 200, warte gar nicht da, 120, 30, 230. Okay, genau, dann stellst du oben auf dem verstellbaren Ring die 230 ein. Nicht bewegen, nee, genau, wenn du guckst dann, warte, du hast jetzt hier abgelesen die 230, oder? Ja. Kontrollier nochmal. Oh nee, das passt. Passt? So halten? Oder so? Ja. Weil dann passt es auch nicht. Das heißt genau deine Richtung. Mhm. Meistens guckst du ja dann so da drauf. Ja. Und guckst, dass die Spitze von dem Nordpfeil, dass die Spitze in diese Bucht rein zeigt. 6, 7, 8 Meter Tiefe ist das. An so einem Betonklotz unter Wasser. Auf dem Betonklotz ist so ein Ring und da haben wir die Boje festgeknotet. Ist ein großer weißer Teller und an dem Seil, ein gelbes Seil und orangene Klammern dran. Und dann musst du ja wieder zurück von der Boje, wieder hier zum Ausstieg. Du hast jetzt der rote, du hast jetzt die 0 eingestellt. Und das sind jetzt 20. 260 wäre. Oh, jetzt sind wir 214 oder 217. Ja, drüber halt sich so immer schon. Also der stört mich jetzt nicht sehr. Also ich eher so das lange Gedulde dazu. Warte, du findest es schon. Aber auch ein Nach dem Gerätetauchen steht der letzte Teil des Tages an, Rettungsgriffe üben. Für die zumeist jungen Taucher ein Riesenspaß mit ernstem Hintergrund. Wir haben das Thema Rettungsgriffe. Das heißt also, kann sich jemand vorstellen, was das bedeutet? Ja. Ja, wie ich jemanden aus dem Wasser rausbekomme, der vorher verunfallt ist. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, wir haben einen Taucher, dem geht es nicht gut. Den haben wir jetzt aus der Ausrüstung geholt, aber der schwimmt jetzt dann noch irgendwo im Wasser rum. So, den müssen wir rausholen. So, und wie sowas geht, wollen wir euch jetzt kurz demonstrieren. Ich mache das dann vor und dann sucht sich jeder einen Partner und dann wird das gegenseitig probiert. Dann guck lieber erstmal zu. Also ich greife den jetzt von hinten unter die Schultern, hebe den ein bisschen an, nehme seinen Arm und lege beide Hände, dass ich greifen kann. Die Daumen kommen oben rüber. Jetzt habe ich den eigentlich hier an den Schultern und kann den ganz gemütlich hier aus dem Wasser ziehen. Nein, das kann nicht weh. Guck mal, der ist auch richtig ohnmächtig. Ja. Schau's dir. Hast du noch deinen Partner? Nimm den Daumen darüber. Du musst mit dem älteren Daumen so darüber. Ja. Jeder hat eine rechte und eine linke Hand. Einverstanden? So, ich gehe jetzt mit meiner linken Hand zu seiner linken Hand. Also links greift links und rechts greift rechts, aber über Kreuz greift. Verstanden? Ja. So, und jetzt gehe ich unter Wasser, jetzt kann ich nämlich gleich nicht weiterreden und lade ihn mir auf. Ich muss ihn mir aber so aufladen, dass sein Schwerpunkt genau auf meiner Schulter liegt. Sonst rutscht er weg oder er geht vorne verrückt. Ja? Dazu lasst ihr euch die Zeit unter Wasser und versucht das einfach. Also, geht jetzt los. Thank you.
Ja. Ja, okay. Okay. Ja, ist okay. So? Ich kann nicht richtig. Jetzt kann ich mit dem Boot. Papa! Ja, die Jungs. Ich könnte das noch machen. Doch, wir machen das. Kannst du ungefähr sagen, wo die hingezogen ist? Meine rechte Hand hier. An der rechten Hand von Die muss hier oben auf der Schulter sein, sonst wird er dir zu schwer. Das war aber auch Spaß. Martin, ich bin hier und der ist Mama Cristiano. Der ist genauso groß wie du. Mach dann gar nicht mehr. Das wäre jetzt hier schön gewesen, wenn wir einen halben Meter mehr Wasser stand. Das hätte gereicht, die Übung mal zu machen, an Steg holen oder ins Boot rein. Ja, aber das macht man schon.